Die Zwergmispel ist sicherlich der bekannteste Bodendecker. Ob extrem flachwüchsig oder bogig ausladend, für jeden Anspruch gibt es eine passende Sorte. Was die Flachwüchsigen ganz besonders auszeichnet, ist ihre Trittfestigkeit. Was du grundsätzlich beim Thema Bodendecker beachten solltest, zum Beispiel die Pflanzvorbereitung. Was gilt generell bei der Pflege und welches Werkzeug du brauchst, erfährst du im TOM Pflanzentipp-Video Bodendecker. Den Link dazu findest du in der Infobox. Kommen wir zu den wichtigsten Infos zur Zwergmispel. Der Kleinstrauch ist immergrün. Die Wuchshöhe beträgt je nach Sorte wenige Zentimeter bis zu 1,50 Meter. Die Blütezeit ist etwa von Mai bis Juni. Danach entwickeln sich die so typischen roten Beeren. Ein guter Standort ist sonnig bis halbschattig. Er ist ideal einsetzbar als großflächiger Bodendecker zur Böschungsbepflanzung, auch zur Wandbegrünung und zur Grabgestaltung. Von den kleinblättrigen brauchst du etwa 8 bis 12 Pflanzen pro Quadratmeter, von den ausladend wachsenden nur 6 bis 8. Was du sonst noch wissen solltest: Ein guter Gartenboden ist nährstoffreich und gut wasserdurchlässig. Der Wasserbedarf ist nach dem Anwachsen eher gering. Noch mehr Infos zu verschiedenen Bodendeckern und die ganze Auswahl findest du auf tom.de und in deinem TOM Gartencenter. Denn du weißt ja, mit TOM wird alles grün. TOM. Respekt, wer es selber macht.